Ground and pound. Ground and pound. Ground and pound. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. In der heutigen Sendung sprechen wir mit den deutschen MMA-Größen Christian Eckerlin und Nick Hein. Unterstützung bekomme ich dabei von Ground and Pound TV Resortleiter Markus Wiemann. Hallo Markus. Hallo Martin, hallo Daniel, hallo liebe Zuhörer. Außerdem ist Ground and Pound TV Reporter Daniel Leifeld wieder mit von der Partie. Hallo Danny. Hallo, grüßt euch. Mein Name ist Martin Tauer und ihr hört Ground and Pound Radio. Als erstes freue ich mich, dass Christian Eckerlin nach seinem Sieg bei Eurogames MMA Sports vor 10 Tagen es zu uns in die Sendung geschafft hat. Hallo Christian. Hallo, freue mich sehr, hier zu sein. Christian, nach 2 Niederlagen in Folge konntest du endlich wieder einen Sieg einfahren. Wie wichtig war das für dich? Ja, für mich war das natürlich wieder ein ganz wichtiger Sieg. Wird sich jeder, der 2 Niederlagen in Folge gehabt haben, kann sich vorstellen, wie wichtig das ist. Das ist ganz klar. Ja, war ein schneller Sieg. Und jetzt muss es so weitergehen. Peter Sobotta hatte bei uns in der Sendung schon gesagt, dass die meisten Osteuropäer Schwächen auf dem Boden haben. War das deswegen von Anfang an deine Strategie, den Kampf auf den Boden zu verlagern und dort die Submission zu suchen? Nee, mein Gameplan war, ich wollte so, wie es mein Ding auch ist, im Stand bleiben. Aber wie gesagt, ich habe keine Probleme, mit irgendjemand auf den Boden zu gehen. Ich trainiere das auch tagtäglich. Und ich habe abgewartet, wollte nicht so stürmisch nach vorne gehen wie bei meinen letzten Kämpfen. Und ja, ich war top vorbereitet, hat alles so gut geklappt und ja, der Rest kam von alleine. Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, also du fühlst dich auf dem Boden auch ganz wohl. Das sieht man an deiner Statistik auch. Also von deinen 7 Siegen konntest du jetzt 4 via Aufgabegriff zu deinen Gunsten entscheiden. Fühlst du dich da ein bisschen von den Kritikern zu Unrecht jetzt als Striker oder als sehr starken Striker nur abgehandelt? Ach, mich interessiert eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, interessiert mich gar nicht die Leute, die Kritiken üben an mir. Ich weiß, dass mein Boden auch sehr stark ist, vielleicht nicht so stark jetzt wie mein Stand-Up, aber ich trainiere mit super Leuten, mit Daniel Weichel oder Bruno Cavallo, oder um die jetzt alle aufzuzählen, da sitzen wir vielleicht morgen noch hier. Deswegen, ich trainiere mit den Top-Leuten hier in Europa und ich habe keine Angst, mit irgendjemandem auf den Boden zu gehen. Ja, also wie Buzz Rutten das ja immer schon so schön sagt, also du gehörst jetzt zu den Leuten, die wirklich also so ein 50-50 haben, also 50% halt im Stand-Up die Leute gefinisht und 50% die Leute am Boden. Ich denke einfach, das kommt wahrscheinlich daher, dass du sehr, sehr aggressiv im Stand ja immer bist. Du bist ja jemand, wo man auch immer sieht, du gehst immer nach vorne, suchst das Finish. Aber du bist so ein Typ, wie du auch sagst, du schaust einfach, wo der Fehler machst und dann machst du den Sack zu, egal wo. Genau, du hast schon alles gesagt. Das ist mein Kampfstil, ist sowieso immer nach vorne zu gehen, aggressiv. Wie gesagt, mir ist es ehrlich, also wie die Leute sagen, aha, mein Boden und dies und das. Aber ich habe keine Probleme, ich fühle mich auf dem Boden genauso wohl wie auch im Stand. Und ja, das ist kein Problem für mich. Du hast ja gerade schon einige deiner Sparringspartner und auch Teamkollegen angesprochen, unter anderem auch Bruno Cavallo, ist ja ein Neuzugang bei MMA Spirit. Aber viele haben auch in Videos gesehen, dass du zum Beispiel auch gerade keinen Unbekannten wie Delson Heleno unten auf dem Boden dein Können weiterhin verbesserst. Beschreib doch mal so ein bisschen so, wie es überhaupt ist, mit solchen guten Bodenkampfspezialisten zu arbeiten. Natürlich, Delson Heleno ist ein Weltklasse-Bodenkämpfer. Auch Weltklasse, muss man sagen, MMA-Kämpfer, hat eine super Statistik. Bruno Cavallo genauso, auch ein super Bodenmann, oder wie gesagt, halt auch MMA-Kämpfer. Mit den Leuten zu trainieren, halt, man merkt halt, man entwickelt sich so selber und das ist schwierig jetzt zu erklären, auch wenn ich mit dem Daniel trainiere, der ist ja, also ich sag mal so, auch kein Unbekannter, deswegen darf man den auch nicht vergessen, oder Dennis Siever oder Sunay Hamidov, die ganzen Leute, wo bei uns trainieren, das ist einfach eine gute Mixtur und da ergänzt man sich gegenseitig. Und wie gesagt, halt, ich habe vielleicht am Anfang ein bisschen Schwächen in meinem Boden gehabt, aber das habe ich jetzt auch, wo ich jetzt auch wieder in Amerika bei Eric Paulsen war, da habe ich viel dran gearbeitet und ich denke, da bin ich auf einem sehr guten Weg. Und ja, wie gesagt, ich habe keine Probleme, mit irgendjemandem auf den Boden zu gehen. Du bist ja auch selber Trainer im MMA, also man sieht es auf eurer Webseite, bist du gelistet. Beschreib doch mal selber so, wie bringst du das jetzt gerade alles unter einem Hut? So, als Kämpfer bist du sehr aktiv, dann noch als Trainer und inwieweit wirkt das so Hand in Hand? Ja gut, eigentlich sind ja die Trainer jetzt bei uns
sind ja eigentlich immer fest da, das ganze Jahr. Das mache ich auch mehr oder weniger mal zur Aushilfe, dass ich da dann das Training leite, wenn die anderen jetzt zu den Kämpfen fliegen oder wie auch immer, wenn sie krank sind oder was. Aber mir macht sehr viel Spaß, die Leute zu trainieren, was ich jetzt auch in Amerika immer mehr gelernt habe, das dann weiterzugeben. Und ja, das macht mir sehr viel Spaß, mit den Leuten zu trainieren. Und ja, wie gesagt, halt die Leute, die Trainer sind normalerweise immer da. Deswegen kann ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, jetzt wie das jetzt ist, wenn ich jetzt Kämpfe habe oder so. Das ist alles im guten Gleichgewicht. Von daher ist es perfekt. Ja, ihr holt ja auch immer zum MMA Spirit immer unglaublich gute Leute. Also was nicht. Also, um mal als Beispiel zu nehmen, zum Beispiel Sam Wanderlei Silva, das hat ja auch viele Leute mitbekommen, die aber euch auch Seminare geben. Siehst du auch so ein bisschen deine Aufgabe jetzt als Trainer auch von MMA Spirit, so ein bisschen das Know-how, was ihr da habt, auch an die anderen Jungs dann weiterzugeben? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja auch unser Ziel. Wir wollen ja, wir haben ja schon ein super Team und den Leuten halt dann, die vielleicht in gewissen Sachen Schwächen haben, ist ja ganz klar, dass man denen dann das weitergeben will. Ich meine, nur dadurch kann auch ein Team wachsen, kann ein Team besser werden und natürlich werden wir auch, wir selber jetzt, die Profikämpfer natürlich auch besser. Für uns ist es natürlich auch gut, wenn wir dann mehr Trainingspartner zur Verfügung haben. Das, was in Deutschland halt immer Mangelware ist. In erster Linie bist du aber dennoch Kämpfer, um nochmal zurückzukommen auf deinen Kampf mit Coach Ocado und auch überhaupt die Ereignisse in Rumänien beschreiben zu können. Rumänien zählt ja jetzt nicht definitiv als Mekka des MMA. Wie hast du überhaupt dort die Veranstaltung erlebt und auch die Zuschauer? War das, sag ich mal, kann man das in Relation stellen mit den Erfahrungen, die du in St. Petersburg bei M1 Global gemacht hast? Ja gut, dann, von der Zuschauerzahl allein schon her kann man das jetzt nicht mit Russland vergleichen. Ich war positiv trotzdem überrascht in Rumänien. Gut, waren jetzt nicht so viele wie in St. Petersburg in der Halle, aber die Leute haben halt auch schon gut Jubel gemacht und ja, ist halt ein anderes, andere Mentalität wieder da drüben. Die Leute sind ein bisschen zurückhaltender. Da sind, würde ich sagen, die Russen anders. Die sind halt, die fiebern da mehr mit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht es auch sehr viel Spaß, in Rumänien zu kämpfen. Das war mein erstes Mal jetzt auch jetzt von Russland weg, sonst habe ich ja zweimal in Russland gekämpft. War eine gute Erfahrung, war eine kleine Tautour, wo wir in Bukarest angekommen sind, da mit der Busfahrt und allem drum und dran. Aber nichtsdestotrotz ist alles gut gelaufen und das ist ja die Hauptsache dann, wenn der Kampf gut gelaufen ist und ja. Nun wart ihr ja zu dritt dort, also drei deutsche Kämpfer mit Peter Sobota, Gregor Herb und du. Eventuell könntest du noch auf Peter Sobota treffen. Hat das so ein bisschen so den Zusammenhalt jetzt ein wenig blockiert oder beschreibt doch mal, wie seid ihr drei dort in Rumänien überhaupt empfangen worden und habt ihr da euch auch ein bisschen so gemeinsam miteinander die Zeit verbracht? Ja, gemeinsam kann man jetzt nicht sagen. Also wir sind zwar im Bus zusammengefahren, aber haben jetzt nicht so uns ausgetauscht oder so. Ich kenne ihn eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin, nur halt jetzt hier vom MMA. Aber ich habe keine Probleme. Also ich glaube, wie ich auch im letzten Ground Pound Radio gehört habe, dass wir aufeinander treffen können. Ich sage dazu jetzt gar nichts, weil kann alles passieren. Wir haben noch, jeder hat noch einen Kampf, bevor es ins Finale geht. Von daher, ob und wie und wann und wo. Also ich würde schon gern gegen ihn kämpfen, auf jeden Fall. Aber daran denke ich jetzt erst gar nicht. Ich denke erst jetzt mal an die nächsten Kämpfe. Da sind vielleicht noch zwei, drei Kämpfe, wo vorher passieren. Und von daher kann ich jetzt noch gar nicht dran denken. Ja, du hast gesagt, es kann alles passieren. Etwas Unschönes ist jetzt passiert. Du hast dich verletzt und musstest deinen Kampf bei Respect 7 absagen. Was ist da genau passiert? Ja, gut. Das ist halt die schlechte Neuigkeit. Ja, ich habe mich jetzt am Dienstag im Ringertraining beim Aufziehen habe ich halt wieder so ein riesen Stechen in der Schulter bekommen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wo es herkommt. Ich vermute mal, wo ich ihn in meinen Gegner, also jetzt beim letzten Kampf, den Kochukaro in der Triangel gehabt habe, hat er noch versucht, sich frei zu schlagen und hat halt drei, vier Mal auf meine Schulter geschlagen. Ich kann jetzt nicht, ich habe da jetzt keinen Schmerz verspürt, aber wegen Adrenalin wahrscheinlich. Aber nach dem Kampf habe ich schon so ein leichtes Ziehen in der Schulter gehabt, aber nicht so schlimm wie jetzt am Dienstag. Und dann bin ich halt ins Krankenhaus gegangen. Dann war die erste Diagnose war Muskelfaserriss zwischen Delta-Muskel und dem Brustmuskel. Ja, und morgen, am Montag gehe ich dann zu MRT.
Und dann werden wir halt mehr erfahren. Ich hoffe halt, dass es nur ein Muskelfaserriss ist, weil es wäre ja noch Glück im Unglück. Also heißt es wirklich jetzt Daumen drücken bei dir? Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Nun hattest du ja in der Vergangenheit schon einige Verletzungen, mit denen du kämpfen musstest. Wie sehr zerrt das jetzt eigentlich an deinen Nerven, dass jetzt wieder eine erneute Verletzung auftritt? Hast du da momentan auch ein wenig Angst um deine Karriere? Ja, gut, ich kann jetzt dazu auch nicht so viel sagen, weil ich muss jetzt erstmal morgen abwarten. Aber jetzt so grundsätzlich Angst um meine Karriere habe ich eigentlich nicht. Aber man steckt halt nicht drin, das ist das Problem. Hat man einmal irgendwie was an der Schulter oder irgendwo am Knie oder was? Ja, jetzt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ich kann zwar meine Schulter bewegen und allem drum und dran, aber mit dem Training halt muss ich jetzt halt aussetzen. Und das ist der einzige Grund, dass ich gegen Nick nicht kämpfen will. Weil ich will da nicht zu 80% gegen ihn kämpfen, sondern gegen ihn muss ich 120% geben und da kann ich mit der Schulter auf keinen Fall kämpfen. Dafür wäre der Kampf ja auch eindeutig zu wichtig. Also, ne, das kann, glaube ich, auch jeder nachvollziehen, dass man dann, wenn man nicht hundertprozentig fit ist, so einen Kampf dann lieber absagt. Und vor allen Dingen, wenn man an so einer Stelle schon mal verletzt war und wieder eine Verletzung auftaucht, dann ist es ja auch so ein Ding, man muss ja auch erstmal mit klarkommen und auch wieder Vertrauen in die Schulter haben. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich ehrlich bin, jetzt bei dem Kampf gegen Cucho Caro, da war alles in Ordnung. Da bin ich auch mit dem freien Kopf in den Kampf gegangen, wie man auch gesehen hat. Ich hatte keine Probleme, es ist ja auch schnell vorbei gewesen. Ja, bei den anderen zwei Kämpfen war das vielleicht im Hinterkopf, will ich jetzt nicht bestreiten, aber ja, wenn man mit einer lesierten Schulter irgendwo reingeht, das ist dann natürlich immer im Hinterkopf. Würdest du sagen, dass du auch gerade aus diesen zwei Kämpfen diese Erkenntnis gezogen hast? Das auf jeden Fall. Also, ich werde nie wieder mit 70 oder 60% kämpfen. Werde ich nie wieder machen. Aber wie gesagt, da aus Fehlern lernt man und da muss man halt einfach dranbleiben. Das ist Lehrgeld, was man bezahlt. Aber dafür habe ich noch Zeit. Es wird schon alles in die richtigen Bahnen gehen, auf jeden Fall. Ja, Christian, du hast ja mit Olymp gerade auch einen Sponsor angesprochen. Also, du wurdest ja schon im Vorfeld mit Daniel Weichelt von Olymp unterstützt. Aber wie man jetzt auch lesen konnte, wird euer gesamtes Team von Olymp jetzt unterstützt. Ist das für euch jetzt auch nochmal ein Durchbruch, wo ihr sagen könnt, jetzt ist das gesamte Team auch noch zu mehr bereit? Also dadurch bieten sich noch mehr Möglichkeiten? Ja, natürlich, es wird dann natürlich alles einfacher gemacht für die ganzen Supplements und allem drum und dran. Ich und der Daniel haben dann halt jetzt noch einen Exklusivvertrag, sage ich mal, wenn ich das so sagen kann, auf langfristige Basis. Und ja, ich bin da sehr glücklich drüber, dass man mit so einem renommierten Nahrungsergänzungsmittelhersteller zusammenarbeiten kann. Das ist natürlich ein Riesenerfolg. Für mich und den Daniel, das ist ja ganz klar. Und für unser Team ist ja auch keine Frage. Merkst du denn auch selber als Kämpfer, dass mittlerweile immer mehr Firmen, also gerade was Fight Nutrition hineingeht, die MMA-Szene immer mehr unterstützen? Ja, das ist ja natürlich das, was in Amerika gang und gäbe ist. Also zum Glück ist es so, muss man ganz ehrlich sagen. In Amerika ist es ja gang und gäbe, dass die Kämpfer von irgendwelchen Supplementsherstellern unterstützt werden. Und zum Glück machen sie es hier in Deutschland auch jetzt langsam. Wenn wir jetzt auch gerade bei der Zusammenarbeit sind von MMA Spirit mit anderen Unternehmen, ihr habt ja jetzt auch die Zusammenarbeit ja mit Respect TV, mit dieser Aussage, gibt Rassismus keine Chance. Wie wichtig ist euch das eigentlich auch als Team, das ja auch multinational ist, sowas nach außen hinzutragen und da klar Stellung zu beziehen? Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Dieses Respekt gegen Rassismus, das ist ja auch viele sagen immer, der Sport, der ist so, sage ich mal jetzt, asozial oder was. Und es wird auch immer ein bisschen in die falschen Bahnen gelenkt. Und ich denke mal, das ist eine klare Aussage und das kann unserem Sport nur gut tun. Ja. Ja, Christian, dann wünschen wir dir alles Gute für die Zukunft und hoffen, dass wir dich ganz schnell wieder im Ring sehen werden. Vielen Dank. Ich würde mich nur noch gerne bedanken beim MMA Spirit natürlich. Ohne das Team, ohne das MMA Spirit wäre das alles hier gar nicht möglich. Natürlich ein großes Dankeschön an Fight Nature, an Boxhaus, die mich super unterstützt haben für meinen letzten Kampf auch oder auch davor die ganze Zeit. Und natürlich an meinen neuen Sponsor Olymp. Ein ganz großes Dankeschön und ich hoffe, das wird eine lange Zusammenarbeit. Dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Gast. Nick Hein vom Combat Club Cologne wird am 21. April bei Respect 7 antreten und ich freue mich, dass er jetzt hier bei uns in der Sendung ist. Hallo Nick. Ja, hi Martin, ich freue mich auch da zu sein. Meine Premiere bei euch im Radio.
Ja, und die fängt leider nicht so gut an. Du solltest ursprünglich bei Respekt 7 gegen Christian Eckerlin antreten. Der musste den Kampf nun verletzungsbedingt absagen. Wie frustrierend ist das für dich? Ja, das ist schade. Also, das wäre sicherlich mit einer, sag mal, jetzt auch mit dem Kampf gegen den Sebastian mein größter Kampf im MMA gewesen. Aber ja, Verletzungen sind das Übel des Sports. Da haben wir alle mit zu kämpfen. Der Christian, ja, tut mir leid. Ich hoffe, er kommt da wieder schnell auf die Füße. Und ich kann nur sagen, ich weiß, wie das ist. Und vor allen Dingen, das kommt in der Regel immer dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Von daher, ja, was soll ich sagen? Wir sind hart im Training. Wir haben uns gut vorbereitet. Und das wird jetzt auch weiter so gehen. Egal jetzt, wer da als Gegner kommt. Aber wie frustrierend ist denn das? Weil du hast ja auch dein letzter Kampf gegen Patrick Herring, der ist ja eine sehr unorthodoxe Taktik gefahren. Du hast ja dann auch im Interview mit Groton Pound TV gesagt, dass du gerne lieber was Spektakuläres gezeigt hättest, gerne auch mal was ge gezeigt hättest im Stand. Und der wäre ja eigentlich zum Kampf mit den Christian ja optimal gewesen. Der wäre ja höchstwahrscheinlich wirklich richtig Fetzen geflogen. Ja, also zumindest, ich sag mal, vom Stil her wäre das sicherlich explosiv gewesen, ja. Aber wie es dann im Endeffekt dann aussieht, weiß man ja nicht. Auch jetzt nochmal rückblickend jetzt mit dem Patrick Hering. Ich finde, der Patrick hat eigentlich, und das, ich finde, da hat er alle und mich auch ein bisschen mundtot im Nachhinein gemacht. Ich habe mir das Interview von ihm dann angeschaut und das fand ich finde, da hat er den Nagel eigentlich auf den Kopf getroffen. Das ist halt nichts Martial Arts. Ja. Das sind keine Thai-Box-Kämpfe in dem Sinne. Thai-Box-Kämpfe, da knallt es in der Regel und nichts Martial Arts, Jiu-Jitsu, Judo, Ringen, das sind halt Aspekte in dem Sport, die jetzt vielleicht für den Außenstehenden jetzt nicht so super geil aussehen, aber die auch dazugehören und von daher hat da seine Chance gesehen und sie auch versucht zu nutzen. Und deswegen, ja, auch wenn das jetzt nicht so den Mike Tyson Faktor hatte, ich nenne das mal den Mike Tyson Faktor K.O., war es trotzdem ein Mixed Martial Arts Kampf und man kann ihm da auch keinen Vorwurf machen. Von daher, wie gesagt, vielleicht hätte ich mit dem Christian auch gerungen, wissen wir nicht. Der hat jetzt den Moldawier mit dem Triangel, glaube ich, erwischt. Vielleicht hat auch keiner mit gerechnet. Wir haben jetzt kurz über deinen letzten Kampf gesprochen. Das war ja das erste Mal, dass du jetzt die 80-Kilo-Marke geknackt hast. Also das war ja, kann man sagen, zum Catchweight-Fight. Bei Respect wirst du zum ersten Mal im Weltergewicht kämpfen. Hättest dort mit Christian Eckerlin direkt eine sehr große Hausnummer gehabt. Ja. Was veranlasst dich jetzt direkt die Top-Gegner im Weltergewicht zu kämpfen und dann nicht lieber erstmal, sage ich mal, jetzt die Sicherheitsvariante zu fahren und sagen, ich möchte jetzt erstmal gucken, wenn ich noch 2, 3 Kilo weniger auf den Rippen habe, wie ich mich dann überhaupt vom Kampfstil her verhalte? Also, ich war jetzt schon wieder kurz davor. Eigentlich, wenn du mir so einen Steilpass zuspielst, dann mag ich eigentlich immer gerne eine freche Antwort geben, aber ich bin da, aber ich bin da schon mal auf die Schnitt mitgefallen. Von daher will ich jetzt einfach einen Gang zurückschalten. Also, ich sag's mal so: sicherlich kann ich den Gedanken nachvollziehen. Das Management und vom Combat Club von uns hat halt entschieden oder nicht entschieden, hat vorgeschlagen, ob ich das wäre ein Angebot, ob ich gegen Christian kämpfen würde. Und ich habe halt gleich ja gesagt. Und ja, das ist jetzt eigentlich fast die gleiche Frage wie damals in einem Interview vom Respekt Magazin, wo der Martin mich gefragt hat, ob ich nicht erstmal Aufbaukämpfe machen sollte. Von daher, ich muss aber dazu sagen, also wir haben ein bisschen umgestellt. Wir sind die Henry Maske-Taktik gefahren. Der hat ja vor seinem letzten Kampf gegen quasi seinen letzten Rückkampf, hat er viele Kämpfe, ich sag mal, im Geheimen gemacht. Hat jetzt nicht offiziell geboxt, sondern ich sag mal so verbesserte Sparringseinheiten, sowas in der Art haben wir auch gemacht. Also wir haben schon versucht jetzt die Zeit auch zu nutzen, was wir vielleicht vorher beim Sebastian nicht gemacht haben. Dann formuliere ich die Frage noch ein bisschen weiter. Die wird jetzt aber nicht frech sein. Wenn man von Jan Großöhming den Artikel auch gelesen hat, dass viele, gerade auch deutsche Kämpfer mit einem Gewichtsklassenwechsel weitaus erfolgreicher waren, was versprichst du dir von diesem Klassenwechsel im Gewicht? Erstmal kann ich aus rein persönlichen Erfahrungen sagen, ich fühle mich erstmal viel besser. Ich habe weniger Gewicht auf dem Knochen bei gleicher Größe, dadurch bin ich schneller, dadurch bin ich ausdauernder.
Dadurch ist die ganze Bewegung, ich sag mal, auch weniger, ich sag mal, ich mache mir gerne so Witze, so mumienartig. So manchmal, du schläfst und dann fliegst du mit dem Schlag so hinterher und alles so schwer. Und das ist alles, fühlt sich besser an und war sowieso vorher schon immer das, was mir meine Trainingskollegen so prophezeit haben, weil ich nicht so glauben wollte. Und das ist aber jetzt wirklich so eingetreten. Es war ein Versuch. Jetzt bis 80 Kilo, das hat gut funktioniert und mit dem Gewicht ging es immer weiter nach unten und bis jetzt ist es nur positiv. Nick, war das dann auch so der Grund, weil du gesehen hast, dass ja viele von deinen Trainingskollegen ja auch im Gewicht runtergegangen sind, also oder Form oder zum Beispiel auch wie ehemalige Trainingskollegen, wie zum Beispiel jetzt auch der Jonas, der ist ja auch ganz schön mit dem Gewicht runtergegangen und da hat man auch gedacht. Das stell dir erstmal vor. Die Kolosse, ich mit dem Abo und dem Jonas in einer Gewichtsklasse. Also, ja, reden wir Tacheles. Das sind Monster. Die liegen, die rennen mit. Also, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich glaube, ich sage da nichts. Sagen wir gefühlten 100 Kilo. Ja, das waren 100. Beim Jonas, der ist bei uns mit 102 Kilo von der Waage runtergegangen, ein paar Wochen vor seinem Bellator-Kampf. Der Wahnsinn. Hat über 100 Kilo gehabt. Und, wer den Abo beim Training gesehen hat, sag mal, das sind Jungs, wenn die gegen, ja, wo die hinschlagen oder wo die hinslammen, da wächst nichts mehr. Und ich sag mal, ich habe halt eigentlich mit dem Gewicht gekämpft, dass ich so gewogen habe. Das waren nicht viel Kilos. Von daher, reine, jetzt um die Frage so zu beantworten, reine Mathematik, die kommen mit, wiegen 15 Kilo weniger auf der Waage und haben die dann am nächsten Tag fast wieder drauf. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also, das wollte ich mir nicht antun. Oder ich wollte, sagen wir mal ausprobieren, ob ich das auch kann. Damit gibst du mir eine Steilvorlage. Wird es eine ähnliche Taktik bei dir geben? Das heißt, möglichst viel Gewicht so schnell wie möglich runterkochen und dann sofort wieder hochgehen? Top Secret. Ich habe es mir gedacht, ich muss es aber trotzdem nochmal ansprechen. Top Secret, das kann ich leider nicht. Das sind, sag mal, wir haben da unsere Methoden, über die wir uns natürlich auch austauschen, die wir auch ausprobieren. Das sind auch keine Sachen, die wir jetzt einfach mal ausprobieren, wenn es dann soweit ist. Also da hat jeder seine, ich sag mal, seine eigenen und die darf ich nicht verraten, sonst muss ich wieder 4 Wochen putzen. Aber du hast ja schon mal angesprochen, dass du vom Kampf manchmal auch ein wenig launig sein kannst. Kann man jetzt sich vorstellen, wenn du jetzt auch noch einen Diätplan vor Augen hast, bist du jetzt fast unerträglich? Ja, wir haben ja, ja, ich denke schon. Also meine Frau, die ist gerade eben auch rausgegangen. Das hätte sie die Frage beantworten können. Aber ja, das ist aber jetzt, denke ich, jeder, der Leistungssport macht und ich habe eben noch mit einem Kollegen, Trainingskollegen telefoniert, der sich jetzt auf den Kampf vorbereitet, der auch sagt, ja, das ist halt schon auch, ich will jetzt nicht sagen in der extremen Situation, aber auf jeden Fall eine extremere Situation, als wenn ich mich auf, obwohl, ja, eine Führerscheinprüfung kann auch nervenaufreibend sein, aber ich denke, es ist auf jeden Fall was anderes und da gehen dann schon mal die Nerven durch mit einem, bei Kleinigkeiten. Ja, das kann man aber auch verstehen, weil zudem hast du jetzt auch noch eine doppelte Nervenbelastung, weil jetzt so kurz vorher, dass ein Gegner abspringt, ist ja eigentlich auch jetzt, sage ich mal, für die Trainingsvorbereitung nicht gerade ideal. Zudem wirst du dich ja jetzt kurzfristig auf einen neuen Gegner einstellen müssen. Wie sehr zerrt das jetzt gerade an deinen Nerven? Also, was mich an dieser Vorbereitung eigentlich am meisten bisher gefreut hat, ist, dass alle Hindernisse, die in dieser Vorbereitung aufgekommen sind, alle schon mal da gewesen sind. Wir haben jede Situation, sei es jetzt Verletzung, Krankheit, jetzt Gegnerausfall, Gegnerwechsel, die haben wir alle schon gehabt. Gerade im letzten Jahr, in diesem Saujahr. Es gibt, glaube ich, nichts, was jetzt in dieser Vorbereitung passiert ist, was ich nicht im letzten Jahr schlimmer gehabt hätte. Und das missverstehen, glaube ich, auch viele Leute, die sagen, ey, ich will auch Kämpfer sein oder Free Fighter sein. Die sagen, ja, ich gehe zum Training und dann kann ich kämpfen. Das ist nur ein Teil. Ich finde, der mindestens genauso groß und wichtig ist der Teil der Vorbereitung, der gar nichts mit dem Training zu tun hat, sondern einfach mit den Problemen klarkommen, die dazugehören. Wie gesagt, Krankheit oder eben die Nerven beisammenhalten, wenn jetzt mal der Gegner wechselt oder ja, all das drumherum halt. Ja, Nick, du sprichst gerade dieses Saujahr an, das hast du schon öfters gesagt, auch im Interview ist öfter gesagt, 2011 war wirklich einfach bei dir richtig der Wurm drin.
Ist das jetzt auch sowas, wo du sagst, okay, ich habe jetzt so viel Unwegsamkeiten mitgemacht, so viele Dinge, auf die ich auch teilweise keinen Einfluss hatte, ein bisschen Spielball des Schicksals war, dass du jetzt einfach sagst, jetzt kann mir eigentlich nichts mehr passieren? Ja, es kann immer was passieren und da muss man sich auch drüber bewusst sein. Es kann immer was dazwischen kommen, wo man noch nicht mit gerechnet hat. Ich habe bisher immer großes Glück gehabt, dass mir nie wirklich sehr, sehr schlimme Sachen passiert sind. Meiner Familie geht's gut und ich weiß, das ist, wird oft überstrapaziert, dass man das sagt, aber ich bin da ein sehr gläubiger Mensch. Ich weiß, dass eigentlich nur ein ganz kleines Licht auf der Welt bin und ich freue mich eigentlich darüber, dass es mir so gut geht momentan mit meinem meiner Familie, meinem Sohn, mit meiner ganzen Situation. Von daher, es ist momentan alles in Ordnung, aber ich weiß nie, was morgen passiert. Das kann immer alles schlimmer werden oder anders werden. Von daher, ja, ich bin sicherlich seit den letzten Kämpfen gewachsen und auch seit der Niederlage und seit den ganzen Unwegsamkeiten vom letzten Jahr. Aber man ist nie auf alles vorbereitet, glaube ich. Ja, weil das ist ja so ein bisschen so, als hätte man, sagen wir mal, einen Flugzeugabsturz überlebt. Also das letzte Jahr war ja wirklich eine Art Aneinanderreihung von unglücklichen Umständen. Und dass man jetzt einfach sagt, okay, wenn jetzt was passiert, naja, okay, habe ich irgendwie auch schon mal so in der Richtung gesehen. Das haut mich jetzt nicht komplett aus der Bahn. Und die zweite Frage wäre, wir hatten ja auch im letzten Jahr ein Interview gemacht und da hat es so ein bisschen gehadert, ob du weitermachen sollst mit Sport oder nicht. Hat es das auch ein bisschen offen gelassen? Hat es dann auch im Facebook viele Leute gehabt, die dir also auch zugesprochen haben, weiterzumachen. Aber was war jetzt die Sache, die im Endeffekt eigentlich auch den Ausschlag gegeben hat, am Ball zu bleiben, weiterzumachen? Das waren gleich mehrere Sachen. Also ein Gedanke war sicherlich, ich habe einfach keine gute Ausrede gefunden, die ich später meinem Sohn hätte sagen können, warum ich ausgerechnet nach der Niederlage nicht mehr weitergemacht habe, die jetzt einfach blöd rübergekommen wäre. Also ich finde, wenn man was angefangen hat, dann muss man das auch zu Ende bringen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, es war das schöne Feedback, das ich von der Szene bekommen habe, das mir sehr geholfen hat. Ich fand das sehr schön, dass da so viele Leute auch, die offen gesagt oder geschrieben haben, bisher war mir der Kerl total unsympathisch, aber ich finde, da zeigt der Charakter. Das hat mich sehr, da waren viele Sachen dabei, die mich sehr gefreut haben. Von Leuten, wo ich auch nie mit gerechnet hätte. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass und da will ich jetzt niemanden hervorheben, aber der Raphael, der ist direkt am nächsten Tag, saß er bei mir in der Wohnung und hat sich da sehr, wie ein Vater eigentlich, angenommen und hat gesagt, hör mal, wenn wir das machen, dann machen wir es richtig und dieses Mal und wenn du das willst, dann gehen wir den Weg zusammen und ja, das waren, glaube ich, so die drei Punkte, die mich so relativ schnell dann wieder auf die Spur gebracht haben. Nick, du hast eben gesagt, dass es so Leute gab, die sagen, ja, eigentlich war der Typ mir egal oder beziehungsweise vielleicht sogar vorher unsympathisch. Meinst du, es lag auch so ein bisschen daran, dass du vorher immer, um das vielleicht mal mit einem Schlagwort zusammenzufassen, eher der Sekt- oder Selters-Nick warst, wo du ein bisschen da mal große Töne gespuckt hattest und in dem Interview eigentlich wirklich mal hast die Karten gucken lassen und gesagt, dass du wirklich Sekt, bist? Sekt- oder Selters-Nick? Nick warst? Sekt oder Selters Nick immer noch bist, mit Sicherheit. Nur nicht mehr so, ich sag mal, manche Sachen, da muss man halt auch mal nachdenken. Die muss man, ja, da hilft es vielleicht auch nochmal in sich zu fragen, ob man das so macht. Ich sag ganz ehrlich, ich habe viele, viele Sachen, ich bin eher ein Mensch, mir liegt das Herz auf der Zunge und vor allen Dingen, ich habe kein Problem, Sachen zu sagen, die dass ich dann quasi gegen den Strom schwimme. Und manche Sachen, die müssen halt manchmal einfach raus. Und ja, und ich denke, jeder Mensch, der so ein bisschen, ich sag mal, mit Selbstbewusstsein was sagt, was vielleicht ein bisschen anstößig bei manchen erscheint, der wird in der Regel erstmal als seltsam oder als großkotzig aufgenommen. Das ist auch so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das will ich auch gar nicht abstreiten, dass das auch immer noch wahrscheinlich bei manchen so ist. Aber das ist ja auch, ich sag mal, das Schöne, die Vielfalt, dass jeder irgendwie da ein bisschen anders ist. Stell dir mal vor, alle werden, was ich auch damals in dem Interview gesagt habe, alle werden relativ immer gleich, sehr ohne Höhen und Tiefen. Das ist langweilig. Ja, ganz bestimmt. Möchtest du vielleicht noch eine kleine Nachricht an Ben Helm schicken, gegen wen du gerne bei Respect 7 kämpfen würdest?
Also auch da, das wäre wieder so ein Ding, da hätte ich wahrscheinlich sofort losgefeuert vor einem Jahr noch, aber ich versuche jetzt mal die professionelle Variante, das überlasse ich meinem Management. Also Nick, merkst du, wir haben dir jetzt schon jede Menge Fallen gestellt und du bist bei deinem Standpunkt geblieben. Das sind doch gute Aussichten, dass dieser Nick, den du gerade eben angesprochen hast, erstmal wirklich dauerhaft begraben sein wird. Ja, zumindest, wie gesagt, immer an den Fehlern arbeiten. Immer weitermachen. Sehr gut. Das war ja jetzt auch ein bisschen philosophisch, was wir jetzt gehört haben. Und das ist jetzt genau da, wo wir weiterführen möchten. Wir haben sozusagen ein paar Zitate für dich vorbereitet. Und das haben wir bereits schon bei einem Kämpfer vor dir gemacht und würden wir jetzt auch gerne bei dir mal anwenden. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Ich werde dir ein paar Zitate vorlesen, die Anfänge in der Mitte abbrechen und du zitierst einfach weiter, wie sie auf dich zutreffen. Bist du bereit? Ich bin ready. Das erste Zitat. Hätte ich nie mit dem Kampfsport angefangen, wäre ich? Koch. Sehr schön. Das zweite Zitat. Vor einem Kampf fühle ich mich? Richtig am Leben. Der bislang kurioseste oder lustigste, das kannst du ja aussuchen, Moment, den ich bislang in einem Kampf erlebt habe, war? Ich hatte mal einer in einem Armhebel beim Judo-Kampf, Bundesliga, erste Bundesliga gegen Großhadern. Da hat einer einen Armhebel bei mir versucht und hat mich angepurzt. Okay, kommen wir zum letzten Zitat. Wenn ich nicht trainiere, bin ich? Bei meiner Familie natürlich. Mit meinem Sohn. Zeit am Verbringen. Oder auf der Arbeit. Sehr schön, danke dir, Nick. Ja, Nick, dann wünschen wir dir alles Gute für deinen Kampf bei Respect 7 und hoffen, dass Ben Helm noch einen guten Gegner für dich findet. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ja, hat Spaß gemacht. Kein Problem. Immer wieder gerne. Natürlich möchte ich mich nochmal bei meinen Partnern und Sponsoren bedanken. Paffensport selbstverständlich, dem Hauptsponsor. Dann freue ich mich, dass ich jetzt endlich, last but not least, endlich mit dem Thorsten Rick, mit dem Sportdentisten zusammenarbeiten kann. Da war ich eigentlich immer neidisch gewesen, dass ich der Einzige war, der nicht so einen tollen Gumshield hatte. Der ist gerade in der Arbeit. Also da freue ich mich drauf, wenn das rauskommt. Und ich möchte Extreme Body, dem momentan Top Nahrungsergänzungsmittelladen in Köln, mich nochmal bedanken. Die haben eine super Auswahl. Ich bin da schwer begeistert und ja, kann nur jedem empfehlen, wenn ihr aus Köln oder Umgebung kommt, geht zu Extreme Body. Dann zum Schluss nochmal meinem Arzt, der, wenn der sich nicht jede Woche um mich kümmern würde, ich wäre gar nicht fähig, die Vorbereitung durchzustehen. Das ist der Florian Wormland auf der Aachener Straße in Köln, der beste Arzt. Bei den vier möchte ich mich nochmal bedanken. Ja, damit sind wir am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich bei Markus Wiemann und Daniel Leifeld. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt. Immer wieder gerne. Jederzeit. Liebe Zuhörer, das war's für uns von heute. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal bei Ground and Pound Radio. Ground and Pound.